Hallo und herzlich willkommen, Maverick hier mit einem neuen Tutorial zum Thema Reason. Heute im zweiten Teil zum Thema Objekt möchte ich euch zunächst erstmal ein bisschen was um die fünf mysteriösen Buchstaben CPDDD oder auch kurz CPDDD erzählen und dann anschließend schauen wir uns nochmal ganz kurz den External Input an. Bevor wir allerdings starten, möchte ich nochmal einen kleinen Aufruf machen. Das Gerät ist brandneu und ihr wisst, wir haben mit ein paar Leuten zusammen vor kurzem einen deutschsprachigen Reason Discord Server eingerichtet und da werden wir uns sehr, sehr intensiv in den nächsten Tagen und Wochen auch noch mit dem Gerät beschäftigen und wenn ihr Lust habt, ein bisschen mehr über das Gerät zu erfahren, mit mir auch in persönlichen Kontakt zu kommen und mit uns gemeinsam das Gerät noch ein bisschen mehr zu erforschen per Bildschirm und Tonübertragung, dann schließt euch doch bitte der Gruppe an, werdet da kostenlos Mitglied und folgt dem Link, der unten in der Videobeschreibung ist. Dann können wir uns da noch mal ein bisschen intensiver mit auseinandersetzen, als wir das jetzt hier gerade in meiner Tutorial-Reihe tun. Genau. Nachdem wir jetzt hier das Gerät erstmal wieder in den Reset gebracht haben und auf Objekt 1 gehen, wählen wir hier mal den Bell Sound 2. Das soll jetzt der Sound sein, der uns in diesem Video erstmal begleitet. Hören wir uns den mal ganz kurz an. Sehr schön. Gut, jetzt machen wir uns mit ein paar Funktionen des Objekts vertraut, die eben nur in den Objektbereichen liegen, nicht im Modalbereich. Und die so ein bisschen, ja, die physikalische Eigenschaft unseres Resonanzraums noch beeinflussen und auch dessen Charakteristik, wie er sich anhört und wie er sich verhält, vor allem eben auch beeinflussen können. Also eine ganz große Formungskabine, Formungsabteilung für unseren Objekt. Und das geht los mit der Kollision. Das können wir uns auf verschiedenste Arten vorstellen. Und ich finde, die einfachste Art, sich das vorzustellen, ist, dass man jetzt den Objekt nimmt und ein weiteres Material hat, gegen das der Objekt gegenkommt. Und der Amount-Regler zum Beispiel hier, der hat eigentlich die Funktion zu sagen, ja, wann und wie ist denn eigentlich die Kollision jetzt für uns am Start? Aber gleichzeitig regelt er auch den Abstand zwischen den beiden Objekten. Und das merkt man, wenn man diesen Regler auf Maximum stellt und zum Beispiel hier mit unserem Bell-Sound spielt, dann hat man nämlich irgendwann das Material und unseren Objekt, also unser Bell-Sound, und das ist beides so dicht aneinander dran, dass es zu keiner Nachvibration kommen kann. Also quasi ist das Material, das Metall an der Stelle, komplett abgedumpft. Und hört auch sofort auf zu spielen. Es ist so ein bisschen so, als ob man jetzt hier eine ganz, ganz kurze ADSR-Hüllkurve hätte, die eher für einen Plug-Sound da ist. Hören wir mal rein und ich drehe das erstmal langsam nach oben. Okay. So, und mit dem Bounce-Regler können wir jetzt das Verhalten quasi der Gegenvibration oder der Rückkopplung, wenn wir so wollen, einstellen. Kleiner Tipp von mir, startet hier am besten immer so auf einer 12-1-Uhr-Position mit dem Amount und dann könnt ihr den Bounce-Regler langsam reindrehen. In diesem Beispiel werden wir gleich so eine Art Doppelschlag hören von der Bell und das Ganze wird, ja, breiter, es hört sich einfach ein bisschen realistischer an. Man könnte auch fast den Gedanken haben, dass der Schlegel in der Glocke nicht nur einmal gegen die eine Innenwand der Glocke geht, sondern nochmal so ganz leicht eventuell auf der anderen Seite auch nochmal mitschwingt. Also so kann man sich das vielleicht vorstellen. Ich finde, das ist immer ganz wichtig, dass bei so einem Gerät wie dem Objekt hier das einigermaßen plastisch zu machen. Ja, und ich hoffe, ihr versteht das dann auch ein bisschen besser mit diesen Beispielen. Gut. Schauen wir mal rein und drehen wir mal ganz langsam jetzt hier den Bounce-Wert hoch. Da kommt der zweite Schlag quasi dazu. Machen wir es noch ein bisschen stärker. Finde ich, klingt ein bisschen, ja, eindrucksvoller als so trocken. Ja, gut.
Okay, bevor wir uns jetzt hier im schlechten Spielen verlieren, gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Das ist die Pitch-Modulation. Und auch hier ist man wieder sehr nah an der Realität dran mit dem, was diese Einheit macht. Wir stellen uns vor, ein Schlagzeuger spielt ein Becken. Und das Becken vibriert natürlich auch nach, also das Metall muss ja erstmal wieder zum Stehen kommen, aber es vibriert eben nicht nur, sondern wenn man, umso stärker man drauf schlägt, umso mehr verformt es sich ja während des Spielens. Und diese Verformung, genau dieses Phänomen, das machen wir hier mit der Pitch-Modulation nach oder simulieren es mit dieser Pitch-Modulation. Und mit dem Filterregler können wir die Charakteristik dieser Pitch-Modulation noch ändern. In dem Fall ist es so, wenn wir weiter runter wandern mit dem Filter, dann sind wir eher in einer reinen Pitch-Modulation tatsächlich vom Hören her gesehen unterwegs und auch vom technischen Aspekt her unterwegs. Und umso höher ich dieses Filter oder diesen Filter bringe, umso mehr ist es halt eher eine Veränderung oder ja, verändern wir hier halt eher die Klangfarbe als die Tonhöhe, genau. Und dass ich manchmal mit der und das Filter durcheinander komme, liegt übrigens daran, dass es eigentlich technisch gesehen tatsächlich das Filter ist und der Filter eigentlich bei uns im Alltag so häufiger genannt wird. Das ist der eigentliche Grund. So, von daher geht das mal hin und her. Okay, so, dann schauen wir uns das Ganze an. Ich bringe das jetzt mal rein. Natürlich auch abhängig davon, wie stark man das Ganze spielt. So, jetzt gehen wir mal nur in Richtung Pitch-Modulation und in Richtung Klangfarbenmodulation. Ja, und irgendwo in der Mitte liegt dann das Verhalten, was eben auch so ein Becken zeigt. Also auch hier, ähnlich wie bei der Kollision, so ein bisschen rantasten. Ja, als nächstes haben wir die Dispersion. Auch hier gibt es Möglichkeiten, verschiedene Möglichkeiten, das zu erklären. Ich finde, die einfachste Erklärung dafür ist, wir stellen uns jetzt mal vor, dass der Objekt an sich auch ein Material ist. Also es ist nicht nur ein Resonanzkörper, in dem was passiert, sondern es ist auch ein Material. Und durch dieses Material kann Audio hindurchfließen. Und was wir mit der Dispersion hier einstellen, ist quasi das Durchflussverfahren von, ja, oder das Durchflussverhalten, besser gesagt, vom Objekt. Das heißt, wie ist quasi das Material beschaffen, wie lässt es Frequenzen durch? Und wenn wir jetzt an diesen Frequenzregler gehen, dann können wir dafür sorgen, umso tiefer wir den gleich drehen, dass die tiefen Frequenzen noch ein bisschen tiefer werden, die im mittleren Bereich auch ein bisschen tiefer werden und gleichzeitig aber von der Laufzeit oder von dem Durchlass durch das Objekt Material eher später kommen als der Rest. Also das, was jetzt quasi höher ist von den Frequenzen her, kommt schneller durch, genauso auch wie unser Exciter, der quasi dieser Impact, der bleibt auf jeden Fall erhalten, aber alles andere wird abgedumpft und man könnte sich so ein bisschen das auch vorstellen, als ob man es durch so eine Decke hört, die dann langsam immer ein bisschen dicker wird. So kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Und die Frequenz dieser, die wir uns hier aussuchen für die Dispersion, die können wir nochmal modulieren lassen, wobei ich hier schon ein bisschen den Zeigefinger heben muss, weil das sehr, sehr abgefahrene Sounds zutage fördern kann. Probiert euch da ruhig mal mit aus. Ich drehe da mal eben für euch ein bisschen am Frequenzregler und bringe jetzt mal die Modulation noch mit dazu. Okay, so, und dann können wir das Ganze noch ein bisschen modulieren lassen. Gehen wir mal so auf 12 Uhr hier.
kommen sehr, sehr abgefahrene Geschichten bei raus. Wie gesagt, seid ein bisschen vorsichtig. Auch ein kleiner Pro-Tipp von mir noch an der Stelle, um sowohl Boxen, Kopfhörer wie auch das eigene Ohr zu schützen. Bei sowas immer einen Limiter rein ins Projekt. Dann seid ihr sicher, dass das nicht zu laut werden kann. Genau, so, dann haben wir die Dispersion jetzt quasi auch kennengelernt und mit dem Filterregler, der da jetzt noch dran sind, verändern wir eben nochmal den Charakter unserer Modulation und je nachdem, wie hoch wir den einstellen, umso mehr werden hohe Frequenzen berücksichtigt für die Modulation. Also umso höher, frequenter oder umso hochfrequenter euer Sound ist, den ihr hier baut, umso mehr Modulationsanteil wird sozusagen hinzugefügt. Daneben haben wir etwas, das sieht zunächst erstmal und verhält sich auch relativ ähnlich aus wie ein Dreiband-Equalizer. Und wir haben hier eine Dämpfung für den tiefen Bereich und eine Dämpfung für den hohen Bereich und ein Mitband, was wir halt zur Verstärkung oder zur Minderung unserer Mitten benutzen können. Nur, dass das hier nicht als klassischer EQ arbeitet, sondern dafür da ist, die Resonanzen, die im Objekt erstellt werden, zu dämpfen. Und damit können wir jetzt gleich erstmal, zeige ich euch ganz kurz, wie wir das Low-End hier begrenzen. Nehmen wir hier erstmal alles wieder genau auf Standard. Das ist jetzt nichts Spannendes. Aber spätestens, wenn ich jetzt das High-End runterziehe und die hohen Frequenzen dämpfe, werdet ihr merken, was man mit diesem einen Regler aus einem Bell-Sound machen kann. Okay, und ja, ihr werdet es gemerkt haben, auf einmal klingt das eher, als ob es Holz wäre, auf dem man spielt. Also es ist schon eine sehr, sehr schöne Geschichte und auch sehr nützlich, weil natürlich mit sehr vielen Resonanzstufen, mit denen man hier arbeitet, auch sehr viele hohe Frequenzen natürlich oder allgemein sehr viel da oben rum passieren kann. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass man das handeln kann, ebenso natürlich auch wie das Low-End. Ja, das Mitband sozusagen, damit kann man es nicht übertreiben, denn umso höher wir das einstellen, umso stärker wird der Rest runtergefahren, um das immer so ein bisschen auszutarieren hier. Und da haben wir eben nochmal ein zusätzliches Rädchen, um eben ob es eine Verstärkung oder eine Abschwächung ist, vom Signal nochmal festzulegen. Und es gibt dazu auch noch einen Slope, also wie eng das Ganze oder wie breit das Ganze ablaufen soll. Ja, dann haben wir hier etwas, das haben wir schon kennengelernt, und zwar aus dem Modalbereich mit dem einzigen Unterschied, dass wir hier unser Decay nicht individuell für die einzelnen Resonanzstufen hier anstellen können, sondern das ist hier wirklich tatsächlich im Objekt global. Und hier war es ja so, dass wir hier für den Decay diese Scale-Werte noch haben und die individuell für die Resonanzstufen anlegen konnten. Hier ist das eben tatsächlich omnipräsent für alle gleichzeitig. Gut, dann haben wir die Reihe hier unten durch und kommen jetzt nochmal ganz kurz zu einem kleinen Beispiel, in dem ich euch zeigen möchte, wie ihr das External In verwenden könnt. So, dafür nehmen wir uns einen Combinator, von mir aus einen kleinen Mixer, dann nehmen wir uns den Objekt und von mir aus nehmen wir uns einen Tor. So, den Tor brauchen wir nicht mit dem Mixer verbinden, sondern den verbinden wir jetzt mit dem External Input. Und ich gehe hier rein, nehme mir ein Rauschen, nehme den Filter komplett raus sozusagen, drehe das Sustain hoch und habe jetzt exakt das gleiche hier unten. Hier gehen wir wieder auf Reset, Bell 2 von mir aus, und habe jetzt das gleiche, als wenn ich hier unten auf White Noise stelle. So, hier über den Gain-Wert wird jetzt quasi das Signal aufgenommen und zugeleitet und ist dann quasi hier als Exciter zuständig. Also das ist genau der Punkt, wo der External Input ansetzt. Das ist automatisch das Exciter-Signal, was dann hier reinfließt und was wir jetzt hier über den Gain-Regler mit beimischen können. Ich drehe jetzt hier oben den Impact runter und wir hören jetzt hier nur das White Noise. Gleiches jetzt über den Tor.
So, und jetzt erstmal Punkt 1 an der Stelle. Das Schöne ist, dass wir jetzt losgelöst von Impuls- bzw. Rausch-Sounds einen Exciter erstellen können. Das kann jetzt natürlich auch zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, eine Sinuswelle sein, die wir jetzt benutzen, um hier den Objekt anzuspielen. Sorry für das Feedback gerade. Genau. Ihr könnt aber auch alles andere da durchschleifen, was ihr wollt. So, dann habe ich noch eine Sache, und zwar gibt es jetzt die Möglichkeit, dass wir Signale durchschleifen, durch diesen Exciter, die unterschiedlich sind. Und zwar hat uns Matthias, den haben wir ja in Berlin auf der Superbooth getroffen, uns dieses Beispiel so mündlich mal vorgetragen da auch, was er ganz cool findet. Und zwar können wir hier tatsächlich sagen External Trigger Position. Das heißt, jetzt ist die Position innerhalb des externen Inputs maßgeblich für diese Quelle in der Modulationsmatrix. Das heißt also, wir können jetzt Sachen passieren lassen, ob das sich Panorama eher auf der linken Seite oder auf der rechten Seite befindet. Und Matthias hat Folgendes gemacht. Er hat zwei Mikrofone aufgestellt auf dem Tisch und hat diese Einstellung getroffen und gesagt, pass auf, wenn Mikrofon links lauter angesprochen wird oder das Signal lauter bekommt als das rechte, dann soll sich der Sound so und so verhalten. Und sobald ich rübergehe auf die rechte Seite und damit eben auch der Ausschlag von links nach rechts rüberwandert, umso eher soll das Instrument so klingen. Und hat dann quasi den Tisch zum Instrument gemacht und hat damit den Objekt gespielt. Und das ist eine sehr coole Sache. Also ihr könnt hier alles Mögliche reinladen und natürlich das Signal nutzen als Exciter. Könnt es natürlich auch selber dazu mischen, nochmal separat. Was ja jetzt hier auch eher Sinn macht, als das bei einem nackten Rauschen oder bei einem kleinen Klick zu machen. Und ihr könnt aber auf der anderen Seite eben dadurch natürlich das Gerät komplett erweitern und könnt auch Loops da reinladen oder wie auch immer. Probiert euch einfach mal aus. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Gut. Ich weiß noch nicht genau, womit es im dritten Teil weitergeht. Was ich aber ganz bestimmt weiß, ist, dass ihr darauf nicht lange warten müsst. Und ja, ich bedanke mich erstmal wie immer für eure Aufmerksamkeit für diesen zweiten Teil. Wir sehen uns dann im dritten Teil wieder. Macht es bis dahin gut, bleibt sauber, euer Maverick.